Was bedeutet eigentlich das sogenannte Abendmahl, das Brotbrechen, und welche Voraussetzung muss ein Mensch erfüllen, um dieses Brotbrechen zu praktizieren? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. In diesem Video werden nicht alle Aspekte des Brotbrechens vollumfänglich beleuchtet. Es geht hier schwerpunktmäßig um die Voraussetzung, die ein Mensch erfüllen muss, um am Brotbrechen teilzuhaben. Dieses Brotbrechen oder sogenannte Abendmahl ist ein christliches, symbolisches Ritual, das der Herr Jesus Christus selbst eingesetzt hat und das der Apostel Paulus in der neutestamentlichen Gemeindelehre verankert hat, insbesondere im 1. Korintherbrief. Dieses Brotbrechen-Abendmahl symbolisiert dabei den Sühnungstod Christi, insbesondere symbolisiert das Brot den Leib Christi, den der Herr Jesus Christus am Kreuz in den Tod gegeben hat. Und der Wein symbolisiert das Blut Christi, das der Jesus am Kreuz vergossen hat, also auch hier ein Bild des Todes. Dieses Brotbrechen-Abendmahl hat mehrere Aspekte. Es ist zunächst ein Herrenmahl. Es ist das Mahl des Herrn. Es ist sein Mahl. Er ist der Gastgeber an seinem geistlichen Tisch, am Tisch des Herrn. Er lädt zu diesem Brotbrechen ein. Es ist nicht das Mahl der Gemeinde oder einiger Ältesten, sondern es ist das Mahl des Herrn. Es ist ein Verkündigungsmahl. Mit diesem Brotbrechen, mit diesem Ritual wird der Tod, dieser Sühnungstod Christi, proklamiert, ausgerufen, verkündigt in der sichtbaren, unsichtbaren Welt. Dieser Sühnungstod, das Zentrum des Heilsplanes Gottes. Und es ist ein Erinnerungsmahl, damit die Gläubigen diesen Sühnungstod nicht vergessen. Erinnern Sie sich an diesen Sühnungstod Christi mit diesem Ritual des Brotbrechens. Das Brotbrechen ist auch ein Gemeinschaftsmahl, denn damit kommt zum einen die Gemeinschaft des Gläubigen mit Christus, aber auch die Gemeinschaft der Gläubigen untereinander zum Ausdruck. Und das Brotbrechen ist aber auch ein Hoffnungsmahl, denn die Gläubigen praktizieren es, bis Christus wiederkommt, also bis zur Entrückung. Darin wird auch die Hoffnung schon verkündigt. Und das Brotbrechen ist letzten Endes auch ein Gerichtsmahl, denn der Gläubige kann das Gericht Gottes auf sich ziehen, wenn er es unwürdiglich praktiziert. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um das Brotbrechen zu praktizieren? Der Apostel Paulus richtet den Brief an die Gemeinde in Korinth. In diesem Brief wird diese Lehre des Brotbrechens entfaltet. Es geht also um die wiedergeborenen Christen an einem Ort in Korinth. Es geht also um wiedergeborene Christen. Ein Mensch muss ein wiedergeborener Christ sein. Zum Zweiten, eine implizite Voraussetzung ist die Taufe. Die Taufe ist eine symbolische, äußerliche Handlung, bei dem der Mensch sich öffentlich zu Christus bekennt. Wer dieses Bekenntnis nicht abgelegt hat, braucht auch nicht den Tod Jesu Christi proklamieren. Das macht biblisch keinen Sinn. Der Mensch sollte auch eine praktische Heiligkeit haben. Er sollte also nicht in Sünde leben, in einem sündigen Lebenszustand. Er sollte nicht in Verbindung stehen mit Bösem, sittlich, kirchlich oder beziehungsmäßigen Bösem. Er sollte eine praktische Heiligkeit haben. Der Gläubige sollte auch einer Gemeinde angehören. Das Brotbrechen ist keine private, autarke, individuelle, anonyme Angelegenheit, sondern es geschieht immer nur im Rahmen einer Gemeinde, einer Ortsgemeinde, die auf biblischem Boden steht. Und ein Gläubiger sollte es im Rahmen dieser biblischen Gemeinde praktizieren. Eine weitere Voraussetzung ist ein grundlegendes Verständnis. Der Gläubige sollte ein grundlegendes Verständnis haben über die Bedeutung des Brotbrechens. Da braucht er keine große theologische Erkenntnis, aber er sollte verstehen, was es bedeutet. Das kann auch schon ein Teenager. Und der Gläubige solle sich einer Selbstprüfung unterziehen, um zu vermeiden, dass er das Brotbrechen unwürdiglich praktiziert, das heißt mit falschen Motiven, auf fleischliche Art und Weise oder vielleicht in Sünde lebend, solle er sich davor einer Selbstprüfung unterziehen. Und der Gläubige sollte versöhnt sein. Das ist ein allgemeiner Grundsatz, den man aber aufs Brotbrechen anwenden kann. Das heißt, der Gläubige, der im offenen Konflikt, offenen Streit mit Mitgeschwistern lebt, solle diese zuerst bereinigen, solle sich versöhnen, um dann das Brotbrechen zu praktizieren. Das sind die 7 Voraussetzungen. Dieses Brotbrechen ist also ein gewaltiges Vorrecht für den Gläubigen, aber auch eine Verantwortung, denn es ist das Mahl des Herrn. Und deshalb ist es so wichtig, auch diese Voraussetzungen nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen.
Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, dieses Thema besser zu verstehen. Falls du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses hilfreiche Video an.